Wenn es dir geht wie mir und vielen anderen Männern da draußen, kennst du folgendes Phänomen, folgende Situation sicherlich sehr gut. Du bist unterwegs im Alltag, willst eine Frau ansprechen, die dir gefällt, und dann merkst du, da ist er wieder, dieser Widerstand, der dich davon abhält, die Frau anzusprechen. Dieser Coaching-Teilnehmer von mir hat das mal undurchdringbare Wand genannt, und du weißt einfach nicht, wie du durchkommen sollst, und dann denkst du dir vielleicht irgendwann, hey, das ist vielleicht gar nicht das Richtige für mich, vielleicht sollte ich gar keine Frauen ansprechen, das passt vielleicht gar nicht zu mir. Und du kennst die Situation sicherlich auch aus anderen Lebensbereichen. Ich kannte das oder kenne das so gut aus meinem Studium, wo ich mir halt immer wieder gedacht habe, wenn es schwer wurde im Studium, wenn dieser Widerstand kam, dachte ich mir, hey Tim, das ist vielleicht gar nicht das Richtige für dich. Und dann habe ich immer angefangen, Busfahrerausbildung zu googeln, das ist natürlich mehr zum Spaß. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, bei der Bundeswehrausbildung zu googeln, also das war dann so meine Reaktion darauf, auf diesen Widerstand. Und ich habe mir dann immer gedacht, vielleicht ist das gar nicht das Richtige für dich. Und das ist ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft, mit unserer heutigen Generation, dass viele von uns denken, hey, die Sachen müssen von Anfang an Spaß machen, von Sekunde 1 an, ansonsten ist es nicht das Richtige für mich. Und das ist ein Riesenproblem, speziell auch im Umgang mit Frauen, speziell auch beim Flirten. Weil wenn du versuchst, Frauen anzusprechen, und da kommt dieser Widerstand, und dieser Widerstand wird kommen, der gehört dazu, und du dir denkst, ah, vielleicht ist das gar nicht das Richtige für mich, vielleicht möchte ich gar keine oder sollte ich gar keine Frauen ansprechen, dann wirst du halt niemals wirklich in Handlung treten. Und das ist ein gigantisches Problem. Und was du erkennen musst, was du verstehen musst, dieser Widerstand ist da, um gebrochen zu werden. Dieser Widerstand ist da, damit du da durchgehen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz elementar. Ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt bin ich gerade hier und drehe die Videos für die kommende Woche. Und ich habe mir auf dem Weg hierhin gedacht, ach nee, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt hier die Videos zu drehen. Also auf dem Weg hierhin dachte ich mir, ah, kannst du auch einfach umkehren oder kehrst einfach besser um. Da war also dieser Widerstand. Und er hat oder wollte mich davon abhalten, das zu tun, warum ich heute hergekommen bin, das zu tun, was ich hier machen wollte. Genauso wie es mit dem Frauenansprechen eben der Fall sein kann. Und was du verstehen musst, ist, dieser Widerstand ist da, um zu durchbrochen zu werden. Dieser Widerstand ist für dein Training da, für dein mentales Training, für dein Disziplintraining. Das ist ganz wichtig. Freu dich, wenn der Widerstand da ist, denn wenn der Widerstand da ist, hast du die Möglichkeit, durchzubrechen, etwas zu lernen, noch disziplinierter zu werden und mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Das heißt, komm niemals so auf den Punkt, wo du dir denkst, oh nein, da ist jetzt dieser Widerstand, vielleicht ist das nicht das Richtige für mich. Sondern schau, nimm diesen Widerstand wie einen Kompass und schau, wohin führt mich dieser Widerstand, wohin zeigt dieser Widerstandskompass. Und das ist der Ort, an den du gehen solltest. Das ist genau das, was du tun solltest, nicht das, was du lassen solltest. Also wenn du merkst, oh nein, da ist Widerstand, ah, ich merke, ah, da muss ich mich überwinden, perfekt. Dein innerer Kompass sagt dir, geh in diese Richtung. Denn wenn du immer nur in die Richtung gehst von Sachen, die einfach sind, dann wirst du kein Leben führen, das dich zufriedenstellt. Denn zu einem Leben, das zufriedenstellt, gehört es ganz elementar dazu, dass du auch durch Widerstände gehst, dass du dich selbst überwindest. Na? Und heutzutage ist es einfach, das nicht zu tun. Du kannst dir deine Lebensmittel nach Hause liefern lassen, du kannst Online-Dating machen, musst keine Frauen ansprechen, auch wenn das nicht immer so gut funktioniert. Mittlerweile ist es so, dass du viele Jobs auch von zu Hause im Homeoffice machen kannst. Das heißt, heutzutage müssen wir zum Beispiel gar nicht mehr rausgehen, wir müssen uns weniger um Dinge kümmern, die Sachen kommen auch mehr zu uns. Es ist heute einfacher, ein einfaches Leben zu führen als jemals zuvor, und unsere normale Tendenz ist, das genau zu tun. Ne? Wir denken, oh, das ist einfach, super, das machen wir. Ja, Junkfood, irgendwelches ungesunde Essen, das ist einfacher, das zu essen, als diszipliniert gut zu essen. Aber diese Entscheidungen werden auf Dauer dein Leben ruinieren und natürlich deinen Erfolg mit Frauen, beziehungsweise du hast dann wahrscheinlich gar keinen Erfolg mit Frauen. Wenn du immer wieder gegen den Widerstand gehst und sagst, oh, da ist Widerstand, an der Stelle gehe ich nicht weiter, vielleicht ist das gar nicht das Richtige für mich, dann wirst du wahrscheinlich kein besonders glückliches Leben führen und auch keinen Erfolg mit Frauen haben. Deswegen sieh Widerstand als Kompass, der dich in die richtige Richtung zeigt. Folg diesem Widerstand in die Richtung und erlebe, wie du mehr Erfolg mit Frauen hast und allgemein ein einfach geileres Leben führst. Und das wirkt sich dann natürlich auch wieder auf deinen Erfolg mit Frauen aus, denn wenn du ein geiles Leben hast, finden Frauen dich automatisch attraktiver. Also, das große Geheimnis, Widerstand als Wegweiser, push durch für deinen Erfolg mit Frauen, deinen Erfolg in deinem Leben. Schön, dass du da warst, hier am Dienstag, das zweite Video in unserer 30-Tage-Reihe. Wenn du Videovorschläge hast, Videoideen, Sachen, die ich besprechen soll, in die Kommentare damit, dann mache ich daraus Videos hier in diesem 30-Tage-Format. Geil, dass du dabei warst. Morgen geht's weiter, das weißt du bereits, 20 Uhr. Ich erwarte dich, wenn du hier dabei warst, wirst du auch morgen dabei sein. Bis morgen. Ciao.